Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Stempelpapier. Mein Name ist Karina Ruppert, ich bin unabhängige Stampin'-Up-Demonstratorin aus Weingarten bei Ravensburg. Das heißt, alle Produkte, die du in diesem Video siehst und die es auch von Stampin' Up zu bestellen gibt, kannst du bei mir und über mich natürlich bestellen. Alle Informationen, wie du mich erreichen kannst, stehen unten in der Infobox. Ja. Stampin' Up! Hat ab März neue Online-Exklusivprodukte. Sind mehrere Sachen, die Stampin' Up! Uns wieder toll und neu zur Verfügung stellt. Unter anderem gibt es die Produktreihe Zauberhafte Zinnien. Dieses Produktpaket kann man schon wieder sagen, das besteht aus mehreren Sachen, und zwar natürlich aus einem Stempelset. So. Und zwar dieses Mal mit Gummistempeln. Es besteht aus den zusätzlichen Stanzformen, die es dazu gibt. Das sind 15 Stanzformen und wir haben 7 verschiedene Gummistempel. Es ist der Prägefolder mit dabei, wo man, ich glaube, man sieht es nicht ganz so gut in der Kamera, aber ich habe für die Karte nachher schon einen Ausdruck gemacht. Ich hoffe, man sieht so ein bisschen, wie schön der eigentlich die ganzen Sachen prägt. Das sind verschiedene Blumenmuster da dabei, und es ist natürlich ein Designerpapier dabei, sehr farbenfroh, für den Frühling super geeignet. Und zwar gibt es hier diese Blumen hier. Da habe ich schon einen ganzen Teil ausgeschnitten für nachher für unsere Karte. Hinten ist es dann mit lila Tönen. Dann haben wir mal hier auf die Seite, hier ganz farbenfroh wieder, hinten dann mit Zitronensorbet und Kürbisgelb soll das sein. Dann haben wir hier, das kann man wunderschön dann in der Mitte teilen, auf eine Karte legen, und eigentlich ein Spruch und man ist schon wieder fertig und hat eine wunderschöne tolle Karte. Hier haben wir dann Zitronensorbet und Grün. Schauen wir gerade mal schnell, was wir da für einen Grünton haben. Ist immer ganz toll, es steht immer genau hinten drauf, was dabei ist. Es ist auf jeden Fall Olivgrün dabei und es ist Waldmoos dabei. Von daher schätze ich jetzt einfach. Und Limette haben wir dabei. Dann wird es wahrscheinlich Limette auch dabei sein. Bei dem einen. Hier haben wir auch wieder verschiedene Grüntöne. Es ist Waldmoos. Gehe mal davon aus, dass es Limette ist. Dann haben wir auf jeden Fall Sommersorbet, Wassermelone und was war jetzt das? Lila Brombeermus war es, glaube ich, wo dabei ist. Selten hat man Brombeermus, genau, Brombeermus ist mit dabei. So, dann sind hier unsere Zinnien mit einem Karomuster oder mit einem Kreuz- und Punktmuster. Da brauchen wir nachher dann einen Bogen davon, deswegen fehlt da schon einer. Dann haben wir hier verschiedene Blätter. Da haben wir dann die Grüntöne dabei, das Limette, Oliv und Waldmoos. Hinten drauf haben wir dann das Streifenmuster, ist auch was ganz Tolles als Hintergrund. Und das hier ist nochmal ein Bogen, wo ich schon angefangen habe, die Blumen auszuschneiden. Das ist so Meditationsarbeit ein bisschen, wenn man hingeht und die Blumen dann so ausschneidet, dass auch der Rand immer sehr schön dann ist. Also es ist ein wunderschönes Produktset, das wie gesagt ab März für euch zur Verfügung steht. Wenn du Demonstratorin bist, so wie ich, oder wenn du auch Demonstratorin werden möchtest, einfach melden bei mir, dann kannst du natürlich diese ganzen Sachen schon früher bekommen. Das ist dann bei uns so, dass es dann einfach so ist, dass wir die Produkte meistens so einen Monat früher bekommen und natürlich dann die schön ausprobieren können und verschiedene Produkte damit gestalten können. Ich möchte jetzt heute
Wie gesagt, mit den Zinnien möchte ich jetzt arbeiten. Und zwar, nehmen wir nochmal das Schneidebrett ein bisschen auf die Seite. Ich habe schon ein bisschen was ausgeschnitten oder ausgestanzt. Das hier ist der Stempelabdruck, den möchte ich jetzt hier so lassen. Und das hier habe ich ausgeschnitten. Es ist eine Kartenidee, die es auf der Homepage von Stampin' Up! Dann auch gibt. Das ist ja so auch unser Ideenratgeber, auch für Kartenideen und so. Und da ist mir diese Kartenidee ins Auge gesprungen. Dann habe ich gedacht, nee, die probieren wir dann gleich mal aus, weil sie echt wunderschön ist. Das sind so die kleinen Stanzteile, wo ich auch bei der Karte einfließen lassen möchte. Und zwar haben wir hier mit Wassermelone habe ich ausgestanzt, dann Kürbisgelb und Blütenrosa, das hier ist Waldmoos und das hier ist Olivgrün. Und was wirklich ganz lustig ist, wenn man sich das anguckt, das sieht aus, wie wenn es ein Gesicht hat. Ich finde es echt lustig, dass das hier eigentlich dann wie, machen wir so, hier, das sieht wie ein Gesicht irgendwie aus. Ist echt lustig. Genau. So, und wie gesagt, es gibt jetzt mal eine quadratische Karte bei mir. Und zwar nehmen wir uns da unseren Papierschneider. Wir nehmen einen Bogen DIN A4 Papier. Ich habe jetzt hier einmal den extra starken genommen. Wir legen die kurze Seite an und schneiden uns 14,5 cm ab. Und dann legen wir uns die lange Seite an und schneiden bei 29 cm. Kürzen wir uns den ein. Und damit wir die quadratische Karte hinbekommen, legen wir uns wieder bei 14,5 cm an und falzen uns das Ganze. Und schon haben wir eine quadratische Basiskarte für das Ganze. Schon einmal runterfahren. So, dann nehmen wir diesen Bogen von dem Designerpapier und den kürze ich mir jetzt ein auf 14 x 14 cm, sodass ich wieder einen kleinen Rand habe, aber dann trotzdem weiterarbeiten kann. So, 14 mal 14 in dem Fall machen wir unseren Aufleger. So, und dann haben wir nämlich so unseren Aufleger. Und dann habe ich, wie ich vorher schon gesagt, einen Karton in Wassermelone zugeschnitten, 14 mal 14 cm, und habe den durch mit dem Prägefolder durch die unsere Stanzmaschine geschoben. Und dann haben wir nämlich hier unseren Aufleger da drauf. Wobei, der könnte jetzt gerade ein bisschen kleiner sein. Ich glaube, ich nehme pro Seite nochmal einen halben Zentimeter ab. Dann ist nicht ganz so eng. Das gefällt mir jetzt gerade so nicht richtig. Machen wir einfach. Kleiner schneiden ist ja normalerweise kein Problem. Dass man das einfach kleiner sich schneidet. So, dann gucken wir mal. So. Und wenn wir es jetzt hinlegen, haben wir ein bisschen größeren Rand. Dann sieht man ein bisschen mehr von dem Designerpapier. So, das war eigentlich alles, was wir an Schneiden haben bei der Karte. Und jetzt müssen wir uns mal hier unsere Blumen zusammenkleben. Wie gesagt, das sind die einzelnen Stanzteile, die ich habe. Und jetzt müssen wir uns einfach diese Blumenteile hinkleben. Bei uns regnet es gerade. Das hört man gerade von draußen. Im Video hört es sicherlich nicht, aber es regnet gerade so richtig. So, jetzt gucken wir mal, wie wir das dann da drauf legen. Genau, ich glaube, so gehört es drauf. Das heißt, wir machen uns hier unten einen kleinen Punkt hin. So. Ah, da hat es vorne ein bisschen in der Tülle ein bisschen dran. So. Und wir legen uns das drauf.
Die Celebration geht ja noch bis Ende dieses Monats. Falls du dir überlegst, während der Celebration noch einzusteigen und ich kann dir noch irgendwelche Tipps geben oder du hast irgendwelche Fragen, melde dich einfach. Es ist ja echt cool, während der Celebration einzusteigen. Es gibt ja zusätzlich zum Einsteigerangebot gibt es dann, wie gesagt, diese Glasplatte hier. Ich möchte sie nicht mehr missen. Ich finde sie echt cool. Und zum Abwischen das Ganze schön drauf basteln. Es hat wirklich was mit dieser Glasplatte. Zusätzlich dabei ist ja dann auch noch ein Putztuch und noch so eine Unterlage, wo man hingehen kann und Stempel reinlegen kann. So kleine Stempelspots. Das ist was ganz Tolles eigentlich. So, jetzt zuckel ich hier auch noch. Na. So. Und dann müssen wir uns das jetzt einfach nur hier dran kleben. Ich finde das Gesicht einfach nur witzig. So. Genau, wir machen einfach hier vorne einen kleinen Klebepunkt wieder drauf. So. Ich glaube, das reicht schon. Und dann einfach drauf. So. Und dann nehmen wir am besten, ne, da haben wir auch ein bisschen das Wassermelone, nehme ich mit dem dunklen, mit den dunklen Blättern, finde ich echt ganz klasse. So, jetzt ist schon, glaube ich, wirklich vorne zu. Wobei man merkt eigentlich, dass irgendwas noch von läuft. Und bloß gucken, dass nicht zu viel rauskommt. Dass es dann durchgeht. Aber ich glaube, so geht's. So. Kurz andrücken und das war's dann auch schon. Dann hebt es auch schon. Wir machen hier noch einen kleinen Klebepunkt und wir gehen drauf. So. Auch Bestellungen sind ja während der Celebration Zeit einfach super. Es gibt ja immer noch die Angebote für 60 Euro Bestellwert gibt es was zusätzlich und für 120 Euro Bestellwert. Und das ist ja jedes Mal je Bestellwert. Das heißt, wenn du also für 180 Euro bestellst, kannst du entweder dir drei Prämien für 60 Euro raussuchen oder du kannst dir natürlich auch eine 120 Euro Prämie raussuchen und eine 60 Euro Prämie. Also es ist nicht so, dass es nur eins gibt und es ist wirklich sind tolle Sachen, was es dieses Mal einfach gibt. So, jetzt schauen wir mal, wie wir uns das Ganze legen. Ich kann natürlich jetzt nicht das Foto angucken von Stampin' Up! Auf der Homepage, aber das kriegen wir. Wir müssen es ja nicht genau gleich machen. Es ist ja nur so ein Ideenratgeber immer. Jetzt schauen wir mal. Ich glaube, das ist fast gar netter. Mal gucken, wie rum wir das hinlegen. Na, das können wir ja so hinlegen. Und dann können wir uns das hier auch noch drunter legen, drunter schieben so. So. Und dann können wir uns unsere Blumen hier noch reinschieben. So. Dann haben wir hier noch die gelbe, die wir uns hier so reinschieben können. Die kann ja auch ruhig über diesen Rand rausschauen. Und dann können wir uns noch die hier
hier unten hinkleben. Ja, so sieht das Ganze ja gar nicht schlecht aus eigentlich. Man kann es auch so noch rein schieben. Das Ganze so hin. Wir können es auch so ein bisschen hoch nehmen. Ja, schauen wir mal. Ja. Die passt auf jeden Fall. Die kleben wir jetzt mal fest. Und ich glaube, wir kleben uns auch als allererstes das hier auf. Normalerweise macht man es ja immer ganz zum Schluss. Aber dass mir das nicht auch noch ständig verrutscht, kleben wir uns das jetzt auch mal auf. Da kann man dann wenigstens sagen, der erste Teil hat man schon mal hingekriegt. So. Hier rum geht es ja auch nicht, dass man falsch rum. Wobei, da können wir noch nichts falsch machen. So. Und wir können uns das hier drauflegen. Da können wir uns gerade überlegen, welche Seite nehmen wir jetzt nach oben und welche nehmen wir nach unten. So sieht man ein bisschen mehr. Indem wir die erhabene Seite nach unten legen. So. Und auch drauf. So. Und dann haben wir das hier schon mal. So, und dann legen wir uns die hier. Die legen wir uns schon mal so drauf. So. So. Ja. Genau. So, vielleicht nochmal doch diese hier. Da haben wir nicht die Blätter nach oben. Finde ich jetzt auch nicht schlecht. Machen wir die hier. So. Ich habe extra ein bisschen mehr an Blumen ausgeschnitten. So. Und dann schauen wir mal, was wir da so reinschieben können. So. Und schon klebt die auch schön fest. So, dann können wir ja mal die hier drüber legen. Da können wir dann schon mal schauen, wie das aussehen würde, wenn wir die hier reingeben. Sieht auch nicht schlecht aus, wenn wir sie so reingeben. Legen wir uns jetzt einfach mal nur so hin. Und dann hatten wir ja die hier. Da schauen wir mal, wie wir es hinlegen. Ich glaube, so ist dann doch schöner. Oder wir nehmen dann doch noch beide. Verrücken. So. Vielleicht braucht man auch nur eine. Es ist immer so ein bisschen, wie hält man es am besten? Wenn wir uns nur eine abgestempelte nämlich hinlegen, hat es auch was. So. Das so hinlegen. Und dann legen wir uns die hier so rein und die andere so hin.
Dann haben wir hier einfach. Na, bin ich gerade am Überlegen, wie wir das jetzt am besten machen. Das sieht so schon cool aus. Und wenn ich das jetzt direkt drüber lege, hat aber auch was. Ich glaube, ich lege sie so genau drüber. Oder wir legen sie so hier unten hin. So. So. Und dann so rein. Ja. Schwierig. Ich finde sie echt ganz toll, diese Zinien. Und dann ist es echt schwierig, wie man das Ganze dann bei so tollen Blumen dann legt. Aber man könnte es wirklich auch so machen. So sieht es nicht schlecht aus. So machen wir das. Das heißt, wir kleben jetzt zuerst mal die hier. Jetzt komm. So. Okay. Die stecken wir jetzt einfach mal so hin. Damit wir wissen, wo wir ungefähr hin müssen. So. Dann legen wir uns die hier, kleben wir uns fest. So. So. Und dann kleben wir uns die hier so rein. So. Und dann machen wir die auf die Seite, machen wir die hier. So. Und das hatten wir ja dann jetzt dann so ungefähr das Ganze. Und wir haben noch die letzte Blüte. Und die setzen wir uns jetzt hier noch hin. Und so. Und dann können wir uns die so draufkleben. So sieht es doch dann ganz gut aus. Genau. Und schon haben wir es gefunden. So. Und wir legen es uns jetzt einfach so hierher. Und wir müssen noch hier einen kleinen Klebepunkt hin machen. Na, komm. Und dann einfach nach unten leicht drücken. So. Dann haben wir die andere noch zum selber machen. So. Und dann können wir jetzt hingehen und können uns noch einen Spruch aussuchen, den wir drauf machen. Wobei die großen Sprüche, die sind irgendwie nicht. Ich glaube, so ein Spruch einfach, vielen lieben Dank, der reicht vollkommen, wenn wir den hierher setzen. Den tun wir uns jetzt mal auf weiß abstempeln. Schauen wir mal, hier haben wir noch dünne Weißen. So. Und dann holen wir uns einen Stempelblock, setzen den mal drauf. So. Nehmen unser Memento schwarz. Vielen lieben Dank. Ich finde auch die Schrift ist wunderschön, nicht so blockig. So, jetzt gucken wir mal, wo wir uns das hier abstempeln. Vielen lieben Dank.
sind wir jetzt da gerade, da sind wir jetzt auch noch schräg. Machen wir uns das Ganze nochmal. Probieren es mal hier unten. So. Ja, so ist schon mal besser. Und dann schneiden wir uns das Ganze wie so ein Fähnchen zu. So. Schneiden mal. Genau. Wir schneiden uns das so ab. So. Und dann hat es, die hat es leider nicht mehr im Programm. Aber so ein kleiner Hebeschneider. So, und dann können wir uns das relativ dünn abschneiden. Also dünn an der Schrift entlang, dass wir hier nicht ganz so viel Abstand haben. Dann schneiden wir uns das hier noch relativ eng. Jetzt. Genau. So. Und dann gehen wir hin. Wo haben wir unsere Schere? Hier. Und jetzt schneiden wir uns einfach selber ein Fähnchen zu. Wir gucken, wo ungefähr die Mitte ist. Und dann schneiden wir uns einfach hier ein Fähnchen einmal. Und zweimal. So. Und dann können wir uns das hier hinsetzen, das Ganze. So. Vielen lieben Dank. Jetzt gerade am Schauen, ob das auch wirklich gerade ist. Ich glaube, ich muss dann noch mal mit dem kleinen Hebeschneider ran. Irgendwie gefällt mir das noch nicht so ganz. So, jetzt gucken wir mal. Jetzt machen wir das mal so. Jetzt gucken wir, ob wir jetzt gerade sind. Ups. Ja, jetzt stimmt es oben. Jetzt sind wir gerade. So. Und dann können wir uns das. Das können wir uns dann mit deinen Menschen uns hinsetzen. So. Eins, zwei. Ja. Mal auf jeden Fall drei Stück. Eins, zwei. Und die drei. Eins, zwei, drei. Und dann können wir uns das hier noch hinsetzen. So. Und ich glaube, wenn wir uns das hier hinsetzen, ist das super. So sieht man dann von allem noch etwas. Genau. So, und dann schauen wir mal. Die gehören nämlich hier auch dazu. Die sind auch wunderschön farbenfroh, bunt. So schön. Jetzt gucken wir mal. Nehmen wir mal hier ein bisschen was. Eins, zwei. Ups. So. Dann können wir ein buntes noch hier draufsetzen. Da können wir fast gar zwei hinsetzen. So dicht aneinander. So. Und dann setzen wir hier unten nochmal eine gelbe hin. Und schon ist unsere Karte fertig. Schon ist gut, bis ich es jetzt arrangiert gehabt habe, hat es jetzt wirklich eine Weile gedauert. Aber ich finde sie jetzt echt wunderschön. Es ist eine tolle Karte.
ist mal eine quadratische, ist mal was anderes. Und es ist wenig gestempelt. Es ist nur diese Blume hier und der Spruch gestempelt. Und der Rest hat man entweder ausgestanzt oder eben ausgeschnitten. Ist wirklich schön. Mir gefällt sie. Ist einfach so langsam Frühling, das Ganze. So. Ja, ich hoffe, das Video hat gefallen. Ich freue mich über einen Daumen nach oben, über ein Abo. Wie gesagt, wenn ich dir noch irgendwas erklären darf zum Einstieg bei Stampin' Up oder zur Celebration, melde dich einfach jederzeit über WhatsApp oder per E-Mail oder per Handynummer. Genau. Also gut. Viel Spaß beim Nachbasteln. Deine Carina.